Einen wunderschönen guten Bonjour gewünscht. Also, was wir heute machen, das heute noch haut dann die letzte Aufnahme von vom Let's Play heute, vom Charakter. Das Einschwätscher vielleicht ein Kommand, sprangen so zwischendurch ein kleines Stream oder so mit dann. Aber so am großen Ganzen, als das eigentlich schon der Schluss vom Let's Play heute. Ich weiß erstmal, war das schon aktuell bei dir. Ja, dass einen kleinen Epics, du mal einen kleinen aufgestüpft tun. Ja. Was? Sie will sie schon. Bin Leute nicht. Das hat eben werde ich hier heute zusammen holen. Im Großen und Ganzen sehe ich auch ein cooler Guild, die sieht auch ein bisschen hier vorbei, wie du rundherum gechattet geht. Ja, wir sind am Gang in Onyxia, immer um zu lernen, du kannst ja, schon x, warte, schon x Mal, schon 5, 6, 7 Mal gelutscht, monst. Wir sind auch am Gang nach das Wasser zu farmen, wie Gentum. Die verschiedenen Leute machen so. Denn ihr System hat schon besser nach ihre Hydraxianer sind schon umgegangen, rumzukommen, was zu machen. Wir haben tatsächlich schon degelöst, degelöst und degelöst. Manchmal noch nicht gelöst. Das könnt's noch. Das hat Milo schon zum Beispiel gemacht und da gilt sie relativ gut dabei. Muss immer noch ein paar Leute dabei holen, die hier matt kommen. Am besten wäre von Gilden intern wäre, aber kannst du alles am Leben holen, aber das könnt. Jo. Wieder wisst ihr, ich bin ein Damage-Paler. Kann ich mal kurz abweisen, das Dingen und da hole ich dann. Heal Hund nachgemacht. Ganz bla bla, was hier noch alles. Toten ist tatsächlich schon wirkungsvoll gewischt auf verschiedene Plätzen. Dann haben wir noch Feuer, was gut Damage, halt manchmal Aushilfung, muss man sehen, was auch läuft. Dann der Toten und auch schon Schutz Kings und Schnitt, weil Kings so ist so eine Besatz, was schon nicht braucht, ehrlich gesagt, dann bringst. Und Teil von Leuten zeigen. Das ist mein Skill. Aura der. Sieht ganz anders. Toten. Sehe immer unten. Dann nach der Totenbuch. Ja, ob der Waffe, mein schon Leute vielleicht eventuell gesehen, habe ich Crusader drauf. Den Gilden intern eben verschiedene Sachen möchte, da kann ihn so Leute sagen, ja, ich brauche Wirtschaftsreizkugeln und so. Aber was ist das Projekt hier? WoW Classic, ich gefällt mir immer noch. Ich fand das Projekt wirklich mega, mega cool. Ehrlich gesagt, es sind tatsächlich bockenschwere Sachen dabei, wo ich denke, so, boah, so schwer hat das wohl nicht müsste sein, aber das ist so. Und das fand ich auch gut, so ehrlich gesagt. Aber ist schon festgestellt, dass die Bots sind. Die können die rein theoretisch weiß. Hat wir können. Spielen viel zu viel Einzel. Das heißt, wie gesagt, springen dazwischen, wo schon, sind bei weitem riesengroß. Ja. Das ist ziemlich, zum Beispiel die Indiz gewischt, dass so, okay, was da wert. Ich halte das Projekt einfach ab, und das ist mein neues Projekt. Da sehe ich schon tatsächlich sechs Folgen abgeholt. Und ja, ich freue mich, wenn das neue Projekt auch zustande kommt, wenn ihr das Projekt könnt gesehen habt. Und die werde ich wahrscheinlich immer just sonst machen, natürlich könnt ihr noch so ein Video auch in Zukunft, das ist so geplant. Und ich meine, das wird, wenn ich mich schon nicht täuschen, über 12 Episoden rausgehen.
das Lützburg-Spiel, los ich überraschen. Aber wir wem schon immer nach Spaß. Muss auch mal dabei so natürlich auch mal heinz so Puppertin dabei, wenn wir die Spaß wollen vermiesen, verdirben oder wie auch immer das nennen wollen. Das gehen vier und das ist leider so. Und ja, durch das gilt, und ich an der letzten Podest Rote Krut. Das war ein Hotte Hümaunt. Wunderschön Hotte Hümaunt gesehen auf diese. Ich freue mich, dass ich mein kleines Einhorn Nashorn oder. Und das ist eigentlich das, was ich wollte. Aber was da an Ugriff geholt wird, ist tatsächlich ein Blacksmith, das Top 300 mal kommen, weil ich hätte gerne Sulphurous Hammer. Das ist den Hammer von Ragnaros, das ist ein Schmied, dann Streithammerschmied oder Hammerschmied. An Doma, da kann ich das sich hier stellen. Das fand ich cool. Und ja, und dann irgendwann hoffentlich da stehen ein kriegen. Das wird irgendwie schon in der dauern, mir das mal wohl egal. Und dann noch den Tier 2. Eigentlich kenne ich ja Tier 2 wie den Hummer. Und dann vielleicht eventuell noch den Aschenbringer. Auf den Corrupted, der Corrupted und dann haben wir den Gereinigten, aber dafür muss man noch Dramas abkommen und dann lass ab Phase 6, wenn ich mich nicht täusche, weil bis auf den Elfer der Kopf gehalten. Zu dem Zeitpunkt, wo ich Lohai online sehe. Naja, das ist eben das Ganze, was ich eben los so irgendwie hun. Jetzt machen wir schon mal hier kurz, weil ich weiß, wie fix das Ding ist. 100% lebt das. Oh, wunderbar, fantastisch. Gut. Nee, fantastisch. Das ist wirklich schon ein anderes Gefühl, Vanilla. Obwohl, muss ich euch aber ehrlich sagen, wenn ich den Mount nicht hätte, wäre mir sogar noch egal, weil mich schnell riesen als einfach schüsst ein, wie soll ich sagen, ein Luxusproblem. Das ist ein Luxusproblem, ob es da 60% mich schnell lebst, gell? Oder 100%. Du bist mich schnell beim Gegner, du kannst mich schnell fortlaufen. Mir aber aus sich, wenn ein Inni ranzukommen, oder irgendwo hinzukommen. Ja. Wenn in ihm oder Rate muss ich gleich sowieso teilweise optisch werden, nehmen nur was gerade Boss und du bringst aus. Übrigens, mal der ich kick hab, ich hatte oder relativ schon hier wirklich ein cool Guild, dem wir wirklich gut geholfen haben, bei dem da sonst wirklich auch merci de Leute. Moment. danke fürs Helfen des Mounts und danke, dass wir immer in der Gilde zusammen was unternehmen. Das waren da für meine deutsche Leute, wo wir immer nur gucken. Und sie wirklich froh, dass ich mit denen spielen kann und darf. Und dass sie mich auch drohen. Aber ja, das ist eben dann die kleine Story hier von meinem Let's Play. Wir haben angefangen mit einem Krieger. Ob in anderen Kriegern, um selbst schon um andere Server, so auf der Pala gewechselt, wo ich auch relativ wenig gewesen habe. Und ja, das ist für wen mir so gefallen. Und ja, relativ oft in letzter Zeit. Ich spiele lieber, wie ich abholen, weil ja, ich einen Spielspaß drin entdeckt. Ich muss gucken, immer weiter spielen, der nächste Projekt. So, ja, ich will den eigentlich schon durchspielen, aber kann ich nicht so mal für dich abholen und da kann ich ein paar Mal durchspielen. Wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch. Wenn da Juicings WoW hier seht, schon lauter WoW-Videos, ich meine, übertauschend vom Kanal müsst WoW sehen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, übertauschend als WoW, also über 1000 dann Apps folgen als Minecraft. Und Leute, das noch wussten. Könnt auch doch vielleicht noch bei irgendwie RL gucken, da sind Interviews gemacht, gehen, wo ich einen Hackathon gemacht habe, mit einem Tommy Krapweis, und mit Geeks Live, mit verschiedenen Musikern, mit Bands, und hier und da, bla bla bla. Ja, Tommy Krapweis, an anderem habe ich auch ah ja, für den Mount, für den Pala Mount. Tut noch drei. Bis dann. Das schafft. Ja, verschiedene Sachen, eine Streifach dran, mit der das praktische Grenzen. Gut, und da gebe ich so ein
Da wo man das kannst du angefangen haben, das ist geil. Und wir geben dann hier einfach mal ganz kurz den Let's Play beenden. Ich hoffe, dass das ein bisschen Spaß gemacht hat, ganz. Wenn ihr froh und ihr habt, könnt ihr ja ruhig rausschreiben. Und ich versuche, das so gut wie möglich zu beantworten. Und da gebe ich so ein. Tschüssikowski, auch von mir ein wunderschönen Stay. Tschüss.